finde ich jetzt. Zwei enge Aufschlagspiele, beide über Einstand gegangen, beide allerdings an die Nummer 1 der Welt, die unglaublich ehrgeizig ist, die zum Beispiel auch in Australien dieses Jahr extra früh aufgestanden ist am ersten Morgen, damit sie irgendwann mal noch in der Rod Laver Arena spielen kann, sogar aufs Frühstück verzichtet, um diese Sicherheit zu finden, sich an diesen großen Court zu gewöhnen in Australien. Angriffsball. Aber Kerber kann die Chance nicht nutzen. Hat natürlich sehr viel Kraft gekostet, dieser erste Satz. Dann das frühe Break. Das hat ihr den Rückenwind genommen. Trotzdem bleibt sie noch dran bei diesem Aufschlagspiel. Das muss das Ziel jetzt sein. Dranbleiben.
waren gleich drei am Stück da. Aber das ist ja im Endeffekt egal. Das 1:2